EDK Mellach ist jetzt also eine sehr moderne und umweltfreundliche Anlage, welche sowohl den Strom einmal ins 400 kV-Netz, sprich die Steiermarkleitung, speist und ein zweites Mal die zweite Linie, zweite der unabhängigen Erzeugungslinien, speist direkt in das 110 kV der ESTAG, also des steirischen lokalen 110 kV-Netzes. Wobei jede rund 400 MW elektrisch und 200 MW Fernwärme erzeugen kann. Wir haben auf der Nordseite die 400 kV Schaltanlage, die beiden Blocktransformatoren, das Maschinenhaus, das Kesselhaus und die Kaminanlagen. Im Süden davon noch die Erdgasreduzierstation. Die beiden Erzeugungslinien, die selbstständig und eigenständig arbeiten können, unterscheiden sich eigentlich in zwei wesentlichen Merkmalen. Das eine Mal wird in die 400 kV Leitung, das heißt der Blocktransformator, spannt von 20 kV auf die 400 kV ab und der zweite Blocktransformator spannt von 20 kV auf 110 kV ab. Der zweite Unterschied, der noch wesentlicher ist, ist die Art der Kühlung. Wir haben einmal für die Linie 10 eine Frischwasserkühlung, das heißt, wir können am Oberlauf des Wasserkraftwerkes Kühlwasser entziehen, gehen mit unterirdischen Leitungen zur GDK-Anlage durch den Kondensator zur Kühlung. Und das aufgewärmte Wasser geht unter der Kohlehalde durch auf die Kühlwasserrohrbrücke, die wir also hier drüben sehen, und gibt in der Mittelsäule der Kühlwasserrohrbrücke das Wasser zurück in die Mur. Die Kühlung der Linie 20 erfolgt mit der Kühlturmanlage. Sie sehen also im Vordergrund eine achtzellige Nasskühlturmanlage. Schwergewichtig deshalb, weil natürlich die CO2-Emission hier im Normalfall jedenfalls deutlich unter der Hälfte von Kohlekraftwerksanlagen und auch sonst hat das Gas kaum oder keinen Schwefel, mit den Anlagen jetzt schon relativ niedrige NOx-Werte. Wir haben auch einen Katalysator eingebaut, auch eine selektive katalytische Reduktion. Und wir haben uns selbst schon in der Einreichung 20 Milligramm pro Non-Kubikmeter auferlegt und fahren den jetzt auch. Den gesamten Kraftwerkspark der EU hernimmt, dann haben die Anlagen Haltewirkungsgrade von 37 bis 38%. Diese Anlage hat einen Wirkungsgrad von nahezu 60%, also in Summe, beide zusammen, sind wir bei 59,5% ungefähr. Warum man mit der Kraftwerksanlage also so einen hohen Wirkungsgrad erreichen kann, ist deshalb gegeben, weil wir haben hier das Herzstück der Anlage, ist eine Luftansaugung, ein Verdichter, es wird die Luft auf rund 17 bar verdichtet und geht dann vermischt mit dem Gas in die Gasturbine. Die Gasturbine treibt einerseits den Verdichter an, und auf der gleichen Welle liegend den Generator an. Das Rauchgas mit 600 Grad wird danach in den sogenannten Abhitzekessel geleitet und der kann mit einem Dreidruckprozess hier Dampf erzeugen. Und zwar Dampf erzeugen, die dann auf eine Dampfturbine geleitet werden. Und es kann der Dampf, der hier vom Abgas noch erzeugt, wird in der Turbine umgesetzt werden, in mechanische Energie, in Drehbewegung und hier wird zusätzlich Energie in den Generator eingebracht. Ein weiteres Benefit der Anlage ist bei uns eben der Fernwärmeeinsatz. Wir können durch Auskopplung von Dampf aus dem Turbinenbereich Fernwärmeheizer beheizen. Das heißt, wir können das Fernwärmewasser, das mit 60 Grad rund aus dem Netz zurückkommt, aufheizen bis 130 Grad und wieder zurück nach Graz schicken. Also jetzt sehen wir es so, ich brauche da nur einsteigen. Es ist das gleiche wie der Handcomputer für mich. Ich kann von der Hand das Gas vorne. Das ist ein Problem, bei der Gasturbine. Die Steuerung. So. Ja, genau. 100 kW. Und ist unser Notstromversorger. Was ist mit dem Tiefstagregat an? Achso. Thank you.
A-Pizza-Kessel. Wo ich das mit diesem heißen Rauchgas mein Wasser aufwärme. Wasser mit 600 Grad ist natürlich überhitzt. Und mit diesem überhitzten Dampf, den ich da jetzt erzeuge, fahre ich auf die Dampfturbine. Ich muss zuerst einmal mit der Gasturbine starten, habe ich noch keinen Dampf. Die Gasturbine startet, nachdem das alles in einer Welle ist, kuppelt er um.